liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Wir in Ludwigsburg. Die vergangenen Wochen haben wir fleißig gearbeitet und getüftelt, um Ihnen ab sofort eine noch schönere Sendung zu präsentieren. Mit vielen Ereignissen, aktuellen Themen und vor allem aber auch Persönlichkeiten aus der Stadt und aus dem Landkreis. Immer freitags um 18.15 Uhr heißt es jetzt also einschalten. Wir haben in dieser Woche junge, talentierte Sportler aus dem Landkreis Ludwigsburg kennengelernt. Außerdem treffe ich später hier im Residenzschloss dann meinen Erstbürger der Woche, Tommy Mannhalter von der ersten Karnevalsgesellschaft Ludwigsburg. Doch starten wollen wir mit der Expo in Mailand. Warum wir dafür nicht nach Italien, sondern einfach nur hier in Ludwigsburg waren, sehen Sie jetzt im folgenden Beitrag. Deutschland aus der Sicht einer Biene. Und wie das aussieht, können Besucher des deutschen Pavillons auf der diesjährigen Expo in Mailand herausfinden. Die Probearbeiten dafür laufen zurzeit in einem ehemaligen Filmstudio in Ludwigsburg. Den Bau des Pavillons in Auftrag gegeben hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Was macht denn die Teilnahme Deutschlands an dieser Expo auch notwendig? Also Deutschland ist eigentlich weltweit unterwegs in vielen Bereichen, in Wirtschaft, in Politik, in Kultur. Und ich glaube, da dürfen wir genauso wenig fehlen auf einer Weltausstellung wie beim Fußball oder den Olympischen Spielen. Das würde schon bei den anderen Teilnehmerländern Merkwürdigkeiten hervorrufen, wenn Deutschland da fehlen würde. Unter dem Motto Fields of Ideas will Deutschland auf 2700 Quadratmetern Ideen für die Ernährung der Zukunft zeigen, was man berücksichtigen muss oder was man eben selber tun kann. Der Bau des Pavillons ist schmal und vor allem tief. Im Innern gibt es viele interaktive Stationen zum Mitmachen. Eine Besonderheit dabei das sogenannte Seedboard, einem mobilen Ausstellungsbegleiter, entwickelt von einer Stuttgarter Agentur. Erstmal eigentlich ein normales Stück Pappe. Eigentlich weiß man am Anfang gar nicht mehr, was ist das eigentlich. Und in der Ausstellung löst sich es dann sehr schnell auf. Hostessen werden zeigen, wie es zu benutzen ist. Und es ist letzten Endes eine Projektionsfläche. Es ist eine interaktive Art und Weise, Inhalte sich zu erarbeiten, zu entdecken, aber es auch zu erfahren, was uns besonders wichtig ist, damit auch was hängen bleibt. Highlight der Ausstellung ist die rund 10-minütige Show zum Schluss. Seilroboter fliegen dabei über die Besucher und simulieren Bienenaugen. Der Flug führt über Felder, Streuobstwiesen hinein in die Stadt, vorbei an Menschen und Orten. Begleitet wird das Ganze von zwei Musikern. Sie animieren die Gäste dazu, selbst Teil der Naturinstallation zu werden und Geräusche zu machen. Der deutsche Pavillon soll eben nicht nur informativ sein, sondern auch unterhalten. Neue Ideen entwickeln, mutig sein, kreativ sein und dann sozusagen in den Expo-Markt einsteigen. Bisher hat das immer ganz gut funktioniert. Nicht letztlich deshalb, weil wir die Projekte ernsthaft angehen von Anbeginn und auch, glaube ich, ganz gut durchstrukturierte Planungen haben, um dann zum Zeitpunkt der Expo-Eröffnung auch tatsächlich betriebsbereit zu sein. Die Expo in Mailand beginnt im Mai. Bis dahin wird in Ludwigsburg noch fleißig gearbeitet. Weiter geht's mit unserem nächsten Beitrag. Sie sind jung, knackig, erfolgreich und vor allem aber sportlich. Von wem die Rede ist und warum die Kreissparkasse Ludwigsburg diese jungen Talente fördert, sehen Sie jetzt in unserem nächsten Beitrag. Diese 7 Leistungssportler haben es richtig drauf. Auf ihrem Erfolgsweg unterstützt werden sie in diesem Jahr von der Kreissparkasse Ludwigsburg. Mit den Olympiapatenschaften ihrer Stiftung Jugendförderung, Arbeit und Soziales greifen sie jungen Talenten aus dem Landkreis finanziell unter die Arme. Ob für Trainingslager, Physiotherapeuten oder Sportausrüstung, sie können die Hilfe auf dem Weg in die nationale und internationale Spitze auf jeden Fall gut gebrauchen. Eine von Ihnen ist Regula Runge, BMX-Fahrerin von der Skizunft Kornwestheim. Die Förderung der Kreissparkasse bringt mir sehr, sehr viel, da ich durch das Olympiastipendium 2 Weltcups pro Jahr fahren kann und dadurch Punkte für Deutschland für die Olympia-Qualifikation erfahren kann. Finanziell unterstützt wird in diesem Jahr auch Felix Franz. Er ist deutscher Meister über 400 Meter Hürden und am Donnerstag, den 5. Februar, zu Gast bei uns im Ludwigsburger Stadtgespräch.
Im Rahmen von Olympiapatenschaften wurden seit 2004 viele Talente aus der Region mit insgesamt knapp 300.000 Euro gefördert. Trotz großer Begeisterung für den Sport, seinen Arbeitsplatz gegen den Sportplatz tauschen, das ist für den Vorsitzenden des Vorstandes Heinz-Werner Schulte eher weniger eine Option. War denn so eine sportliche Karriere vielleicht für Sie auch mal eine Frage? Nein, ganz und gar nicht. Also ich habe in meinem Schulsport gerudert. Wir waren an einem See gelegen und haben dort ganz viel Rudersport betrieben. Aber es war nie in so einer Begeisterung und in so einer Leistungskraft, dass mir das langfristig für besonders wertvoll erschien. Auf seine kleine, aber doch feine sportliche Karriere stolz ist hingegen Landrat Rainer Haas. Möglicherweise bin ich der einzige Landrat in Deutschland, der immerhin in dem Landkreis, in dem er Landrat ist, einmal Kreisjugendmeister auf 100 Meter war. Ja, darauf kann er auch stolz sein, genau wie diese jungen Talente, denen wir weiterhin ganz fest die Daumen drücken. Das war auch schon der erste Teil unseres Magazins Wir in Ludwigsburg. Wir machen an dieser Stelle eine ganz kurze Pause, sind gleich zurück mit dem Bürger der Woche, Tommy Mannhalter von der ersten Karnevalsgesellschaft Ludwigsburg. Bleiben Sie dran, bis gleich. Wohnungsbau Ludwigsburg. Wir schaffen Räume. Seit über 60 Jahren. Ihre Katze. Familienmitglied. Sanfter Begleiter und Seelentröster. Wir helfen Ihnen beim Abschied. Tiba, das Tierkrematorium in der Region Stuttgart. 20 Jahre Braukunst. Bei uns wird das Bier noch selbst gemacht. Genießen Sie in uriger Atmosphäre unsere naturtrüben, unfiltrierten Biere. Dazu schwäbische Leckereien und handfeste bayerische Klassiker. Sophies Brauhaus bietet alles, was das Herz begehrt. Direkt in der Stuttgarter Innenstadt. Tauchen Sie ein und entdecken Sie ein neues Körpergefühl. Gönnen Sie sich einen Energieschub und erleben Sie Wohlbefinden und Glück. Lindern Sie Ihre Beschwerden nachhaltig. Creowell. Gesund durch Kälte. Mit nur einem Anruf können Sie dauerhaft und unkompliziert die Deutsche Wildtierstiftung unterstützen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war schrecklich. Alle Kinder weinten. Die Menschen schrien, als die Flutwelle kam. Unser Haus wurde einfach weggespült. Wir haben alles verloren. Aber wir sind am Leben. Wir sind sehr froh über die Hilfe der Diakonie Katastrophenhilfe, den Reis und die Hilfsgüter. Das hilft uns zu überleben. Regio TV. Ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur Sendung Wir in Ludwigsburg. Jetzt mit dem Bürger der Woche, Tommy Mannhalter von der ersten Karnevalsgesellschaft Ludwigsburg. Hallo Tommy, schön, dass du da bist. Tommy, du siehst richtig hübsch aus, wenn ich das so sagen darf. Und als erstes ist mir natürlich dein Bling Bling, die Kette, aufgefallen und deine schöne Mütze. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
Die Mütze, die gehört einfach zum Karneval dazu. Du siehst auch oben hier das Fell. Das Fell, das haben nur die Präsidenten. Mhm. Ja. Das hier ist unsere Präsidentenkette vom Verein. Seit wann bist du denn schon Präsident? Seit 2011. Ein hohes Tier sozusagen in dem Verein oder habt ihr alle die gleiche Berechtigung? Du, also wir sind ein Verein, wir sind eine Großfamilie. Bei uns hat nahezu jeder die gleiche Berechtigung, das gleiche Mitspracherecht. Das Präsident ist eigentlich, das ist der, wo am besten reden kann und das bin nun mal ich. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Bereits seit 10 Jahren ist Tommy bei der Karnevalsgesellschaft Alte Kameraden. Begeistert ist er vor allem von den verschiedenen Gruppen im Verein. Neben dem Spielmannszug oder auch den sogenannten Kastanienbeuteln gibt es seit kurzem die Bloß-Spaßmusikergruppe. Und da macht Tommy natürlich gerne mit. Jeder kann einfach das spielen, was ihm gefällt. Ob das eine Rassel ist oder ein Kochlöffel oder eine Gitarre, bei uns ist einfach alles willkommen und das funktioniert super. Also mit Kochlöffel und Topf und man kann einfach alles verwenden, was einem gerade in die Quere kommt. Bei uns kannst du alles machen, mitbringen. Wir haben auch selber sehr viele Instrumente. Und unsere Kaumen, die unsere Tambourmajorin, die koordiniert ist und das macht die richtig gut. Also das, was die jetzt da in einem halben Jahr aus uns gemacht hat, das ist sensationell. Tommy, auf eurer Internetseite steht, ihr bringt den Karneval zurück nach Ludwigsburg. Ist er denn hier jemals verloren gegangen? Ja, verloren gegangen nicht, aber stark zurückgegangen. Und wir haben uns halt als Ludwigsburger Verein auf die Fahne geschrieben, dass wir den Karneval nach Ludwigsburg zurückbringen. Und das machen sie zum Beispiel mit ihrer Prunksitzung am 31. Januar in der Gemeindehalle Neckarweihingen. Ordentlich eingeheizt wird da dann zum Beispiel von der Herzogband Whips. Und am 7. Februar soll hier das Schloss gestürmt werden. Das lassen wir uns bestimmt nicht entgehen. Neben dem ganzen Spaß liegt Tommy noch ein weiteres Projekt sehr am Herzen. Mit verschiedenen Aktionen sammelt die Karnevalsgesellschaft Spenden für die Alexander Herzog von Württemberg Stiftung. Die Stiftung kümmert sich um Kinder, die mit schwersten Lungenschäden auf die Welt kommen oder ein Loch im Zwerchfell. Du als Moderatorin weißt, für was das Zwerchfell da ist. Die Kinder müssen in aller Regel ab dem 17. Lebensjahr ins Altersheim, weil das die einzigste Möglichkeit der Rundumbetreuung ist. Und der Eberhard Herzog von Württemberg, der selber betroffen ist, der baut Häuser, wo die Kinder kindgerecht untergebracht werden und so ein angenehmes Leben garantiert ist. Klasse Sache. Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, Tommy, ich frage mich immer jedes Jahr aufs Neue so zu der Zeit, warum muss ich mich verkleiden, um einfach Spaß zu haben und zu feiern? Geht doch auch ohne. Es geht auch ohne. Du weißt, das ist wie mit dem Alkohol. Ja, man sagt ja, man kann auch ohne Alkohol lustig sein, aber heute gehen wir mal auf Nummer sicher. So ist es mit dem Verkleiden auch. Man kann ohne Verkleiden lustig sein, aber Verkleiden ist natürlich schöner. Und du hast mir auch was mitgebracht, natürlich, richtig? Liebe Deli, ja? Du sollst unseren Jahresorden erhalten. Klasse. Dieses Jahr sind die Marketenderinnen drauf, jedes Jahr eine andere Abteilung. Mhm. Super, vielen Dank. Den lege ich dir jetzt um. Und einen Orden übergibt man immer mit Küsschen. Ah. Drei sogar. Natürlich sollst du auch unser aristokratisches Weihwasser bekommen. Mhm. Von unserer Prinzessin Stephanie II. Darf ich dir das so überreichen? Das nehme ich sehr gern. Ja. Vielen Dank, Tommy. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir uns hier im Schloss treffen konnten. Schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vielleicht sind Sie dann auch mein nächster Bürger der Woche. Schreiben Sie uns doch einfach mal an wir-in-ludwigsburg@regio-tv.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Tschüss.